Denken Sie sich folgende Situation. Sie wollen an einem parkenden Pkw vorbeifahren und plötzlich wird dessen Tür aufgerissen. Wie wird man damit fertig? Sie fahren, natürlich mit ABAB-Regel an, beschleunigen auf 40 bis 50 km pro Stunde hoch, dann bremsen Sie Ihr Motorrad mit gezogener Kupplung bis zur ersten markierten Stelle auf etwa 30 km/h ab, lösen die Bremsen, weichen um 1 bis 1,5 Meter nach links aus und kehren ohne weiteres Bremsen nach der 7 Meter entfernten Markierung wieder auf Ihre alte Fahrlinie zurück. Das Herumlenken um das Hindernis erreichen Sie wieder mit dem Wegdrücken des Motorrades aus der Hüfte heraus. Also nochmal. Anfahren und beschleunigen. Auskuppeln und abbremsen auf 30 km/h. Bremsen lösen, wegdrücken und zurück auf die alte Fahrlinie. Und so sieht es dann gekonnt in Wirklichkeit aus. Jetzt haben Sie es gleich geschafft. Nur noch eine Übung auf dem Weg zur Motorradbeherrschung, die hier meisterhaft in alten Rennaufnahmen aus dem BMW-Archiv gezeigt wird. Die Fahrer reiten regelrecht ihre Maschine. Sie sind mit ihnen wie verwachsen. Doch zurück zu unserer letzten Übung.